Und dann hat er mir wirklich um 23 Uhr am Abend geschrieben, jo, Leon, der hat den Wagen jetzt genommen, der Wagen ist weg. So Leute, kleiner Einspieler jetzt hier aufgrund von durchgerosteten Unterboden, korrosionsgeschwächten Bremsleitungen und. Ja, passt da auf, dass ihr euch keinen falschen CL kauft. Guten Tag meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute so ein kleines Update geben. Ich habe euch auf Instagram nach Fragen gefragt für eine kleine Fragerunde hier für YouTube, um mal ein bisschen was klarzustellen. Fragen, die noch offen sind, wie der Hof aktuell aussieht und. Hier mal alles zu beantworten. Plus, es gibt auch noch zusätzlich eine kleine Abfuck CL500 Kaufstory, die nichts geworden ist. Ich habe immer noch so einen Hals, wenn ich dran denke. Wirklich, wenn ihr Termine ausmacht für Leute, die vorbeikommen, um ein Auto zu kaufen, ne, dann haltet bitte auch diese Termine ein und macht nicht den Sauber-Moberg, dass das mit deinem CL noch geklappt hat, ne? Quasi genau so eine Story habe ich für euch auch noch. Ich warte aktuell gerade noch auf einen Typen, der kommt gleich vorbei mit einer neuen S-Klasse bzw. einem 222, um ein schönes Vergleichsvideo zu machen. S500 alt versus S500 neu. Das wird dann auch noch hier alles die Tage kommen. Ja, einfach so ein kleines Video, um euch mal abzuhauen. Liked es gerne jetzt schon mal. Kommentar für den Algorithmus, kostenlos Kanal, aber nur. Let's go erstmal mit der Instagram-Fragerunde. Ich habe mir jetzt gar nicht aktiv für irgendwelche Fragen rausgesucht. Wir machen das jetzt hier einfach mal Freestyle und checken mal, was wir hier für Fragen machen. Erstmal nochmal Eigenwerbung. Ich denke, das Ding hier ist komplett underrated, mein Instagram-Account. Checkt mal gerne den Link in der Videobeschreibung, um mir auf Instagram zu folgen. Hier kriegt ihr immer so Lebensweisheiten und so Vorher-Nachher-Bilder von irgendwelchen S-Klassen, die ich sauber gemacht habe. Und da sind wir noch ganz, ganz hinterher. Im Gegensatz zu YouTube, also gönnt ihr auch mal gerne ein Follow, falls euch das interessiert. Lange Rede, kurzer Sinn, let's go mit der ersten Frage. Boah, starten wir mit einer harten, direkt mit einer steilen Frage von 57chan57. Wie kommst du mit deiner ganzen Situation zurecht? Arbeit, Privat und YouTube. Boah, das ist jetzt natürlich ein Brett. Ich wollte absichtlich in diesem Video so ein bisschen auf die Schiene gehen, ne? Um so ein bisschen privaten Einblick zu gewährleisten. Aber wie sage ich das jetzt? Privat gibt es aktuell quasi nicht. Ich bin den ganzen Tag hier, mach den ganzen Tag gerne das, mach YouTube, aber was jetzt viele vielleicht gar nicht, fast schon schocken wird, gar nicht hauptberuflich. Keine Chance, nicht mal ein bisschen, dass ich irgendwie von meinen YouTube-Einnahmen die ganze Geschichte hauptberuflich mache. Gerade auch, weil als Auto-YouTuber brauchst du ja ganz, ganz viel Geld und Kapital in den Autos. Deswegen kannst du es dir wahrscheinlich als Beauty- oder Gaming-YouTuber mehr erlauben, davon zu leben, weil ich muss für 2, 3, 4, 5.000 Euro immer Autos kaufen und solche Geschichten. Demnach kommt mein Privatleben zu kurz. Ich mache das ja aber absichtlich gerne so exzessiv, dass ich den ganzen Tag YouTube-Videos mache, bis in die Nacht hier bin, Videos schneide und. Weil wenn du das nicht, wenn du keinen Spaß dran hättest, dann würde ich das ja erst gar nicht machen, weil finanziell lohnt es sich aktuell auch überhaupt noch gar nicht. Natürlich sehe ich das bei irgendwelchen anderen YouTuber und hoffe selber darauf, dass sich das irgendwann mal alles auszahlt, die ganze Geschichte natürlich. Ich arbeite nämlich nebenbei, behaupte ich jetzt mal, in Teilzeit immer noch ganz normal. Das erlaubt mir dann doch so viel zu schaffen, hier in der Halle YouTube-Videos hochzuladen und. Und dennoch bin ich am Ende des Monats relativ finanziell abgesichert, weil ich halt meine sichere Kohle habe, ne? Ja, also, ich arbeite ganz normal Teilzeit hier in Wolfsburg, ne? Könnt ihr euch vorstellen, wo ich arbeite. Und das soll es auch schon gewesen sein. Can, schon wieder, auf welches Auto bist du am meisten stolz? Natürlich ein bisschen, ja, irgendwie 100 Pro auf den Pinken, ne? Weil an dem Auto habe ich so viel gelernt und bin auch so krass gewachsen. Halbes Jahr nichts gemacht, keine Ahnung, ich konnte ja nicht schweißen oder so. Habe den Kollegen Möglichkeiten gefunden, wie ich das dann doch umgesetzt habe. Da bin ich schon auch bis heute immer noch extrem stolz drauf, wenn ich ehrlich bin. Jonas fragt, aktuellen Autopark vorstellen und was noch so für Autos kommen sollen. Ist ein Video in Planung, nochmal ein zusätzliches Update-Video, wo wir bei welchem Stand mit welchem Auto sind, weil wir jetzt auch ein altes Auto TÜV gemacht haben, verkauft haben tatsächlich schon. Da wird jetzt die Tage auch nochmal hoffentlich hier ein Video dazu kommen. Am Ende des Tages bin ich sehr, sehr traurig, dass ich gar nicht so viel oder alles filmen kann, was hier in der Halle passiert, weil ich schwöre euch, ich könnte jeden Tag zwei Videos füllen mit irgendeinem Content, irgendeinem Shit, der hier passiert, autotechnisch. Am Ende des Tages habe ich dann aber gar nicht Zeit, das alles nachträglich zu schneiden, zu machen, zu tun, hochzuladen. Das kostet ja mindestens genauso viel Energie, wie den ganzen Spaß aufzunehmen. Genau, was noch so für Autos kommen werden, was
Was noch so für Autos kommen sollen, kann ich gar nicht pauschal sagen. Ne? Ich kaufe ja immer nur, was mir angeboten wird. Natürlich habe ich noch eine wilde Liste. Stimmt gar nicht, ich habe gar keine wilde Liste. Ein 215er 65er AMG, das wäre Traum, Traum, Traum. Aber halt auch so Traum, yo, irgendwann mal in den nächsten 5 Jahren, also nicht kurzfristig. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinen alten Kutschen. Viele würden wahrscheinlich sagen, das sind alles Mistautos, auch vom Zustand her. Aber ich bin so mit meinen Autos ehrlich gesagt sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr happy, weil ich die Autos schon alle ganz geil finde. Ne, 215er CL500 sowieso. Der Cayenne wächst richtig dolle gerade an mir. Den finde ich richtig geil. Jetzt erst recht mit der Anhängerkupplung. Krass. Ich realisiere gerade selber, ich habe halt nicht so ein hundertprozentiges Traumauto, nächstes Projektauto. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ich würde viel, viel gerne, ich will viel mehr in die Unfallautoszene gehen. Also das aktuell mache ich ja mehr Rost, mehr alt auf dem Hinterhof und Motorschäden oder so. Ich würde ganz, ganz gerne mal wieder einen richtigen Unfaller machen, wie meinen ersten CL500 Facelift, der richtig zerschossen war. In die Richtung würde ich gerne gehen. Also ich kann nicht sagen, welches Auto, ich kann nur sagen, welcher Zustand vom Auto. Der A312 fragt, was machst du beruflich bzw. welche Ausbildung hast du gemacht? Ich habe tatsächlich eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht, aber dazu möchte ich anmerken, und das habe ich nicht gewusst, ich habe es in der Industrie gemacht. Und in der Industrie lernst du nicht so viel wie in einer kleinen Hinterhof-Klitschen-Werkstatt, wo du einmal alles machen musst. Ganz normal Kfz-Mechatroniker gelernt, habe auch Kfz-Mechatroniker, wie heißt das, Abschluss, einen Schein. Aber würde nie sagen, dass ich auch annähernd so richtig heftig gut als Kfz-Mechatroniker bin. Ich spezialisiere mich gerade sehr auf meine alten Mercedes-Modelle, was da in dem Bereich passiert, ABC und so ähnliches. Aber ordentlich eine gescheite Fehlersuche, elektrische Fehlersuche, irgendwas anderes Fehlersuchen an irgendeinem anderen Modell. Ich bin da, würde ich jetzt mal behaupten, so ein kleiner Fachidiot, der sich halt nur speziell mit dem auskennt. Und sobald es so ein bisschen weiter rausgeht, bin ich lost. Heißt aber nicht, dass ich da ja nichts lernen will. Trotzdem will ich ja genau in dem Bereich weitermachen, weiter lernen. Bin auch noch sehr jung, dass ich irgendwann in meinem Leben alle Autos reparieren kann. Weil ich merke es auch immer wieder, es interessiert mich nichts anderes so sehr wie einfach diese vierrädrigen Dinger, halt Autos. Ne? Also, wow, Schock, Schock. Richie fragt, wie viele CLs hast du zurzeit und wie läuft es sonst? Keine Ahnung, wie viele CLs ich zurzeit habe. Die kommen, die gehen, ne? Ja, weiß ich nicht. Müsste ich mal nachzählen, wird es dann in diesem Auto-Fuhrpark-Update-Video auf jeden Fall geben. Wie läuft es sonst zurzeit? Ich habe großen Respekt oder Kopfschmerzen aktuell vor dem Winter, was hier die Halle auch angeht, im Sinne von Heizen, Heizkosten, ne? Ich will jetzt nicht sentimental werden, aber die ganze Wirtschaft oder Leute, die wenigen Informationen, die ich auf TikTok bekomme, ihr könnt euch selber denken, wie sicher diese Quelle ist, sagen ja aktuell wirtschaftlich, ist nicht so geil, wird noch schlimmer und und. Ich hoffe, also da habe ich auf jeden Fall schon meine gesunden Bedenken, hoffe, dass wir das aber, also mir ist so ein bisschen alles grundsätzlich scheißegal, hauptsache ich kann hier mit der Kamera in meiner Halle oder eine andere Halle, ist ja auch egal, meine Videos machen oder meine alten Benzer kaufen, hinfahren, herfahren, keine 3,50 Euro pro Liter für Sprit zahlen, weil sonst kannst du es auch gleich sein lassen. Ja, wie läuft es sonst so? Ich mache mir schon ein bisschen viele Gedanken und hatte auch ein, zwei, viele negative Gedanken in letzter Zeit, aber ich bin so wieder ein bisschen auf den Boden zurückzukommen, auf den Boden zurückgekommen, würde ich zumindest behaupten, mit meinem schönen alten Denken, worauf ich sehr stolz bin, einfach mal machen. YouTube-Videos hochladen, nicht so viel Gedanken machen, wie kommt das an, ist das richtig, einfach mal machen. Und das ist das Schöne, in meinem jungen Alter kann ich mir das erlauben, ich mache einfach mal, alles scheißegal und dann ist es entweder gut oder schlecht und dann kannst du deine nächste Entscheidung darauf beruhen, wie war es denn letztes Mal. So. Lassen wir mal kurz hier diese Fragen unterbrechen für meine CL500 Kauf geht schief Story. Mir ist ein bisschen Scheiße passiert, würde ich behaupten. Ein Kollege hat mich angeschrieben auf Instagram, so wie das tagtäglich passiert. Yo, moin, Leon, hier, ich habe einen alten CL, da ist der TÜV abgelaufen. Bei dem Auto jetzt speziell wurde der von der Soko angehalten. Und weil das Auto nicht ganz illegal war, Felgen, Abgasanlage, Klassiker. Naja, dann wurde das Auto zum TÜV gebracht durch diese Stilllegungsgeschichte und da wurde dann einmal die Karre von vorne bis hinten durchgenommen. Ne? Wenn man richtig mit Lupe halt auf einen 20 Jahre alten CL guckt und das haben sie gemacht,
alles aufgeschrieben, Schweller links, rechts durch, Bremsleitung korrodiert, korrosionsgeschwächt, heißt, muss getauscht werden. Die haben sowas aufgeschrieben, zum Beispiel wie Kennzeichen, Beleuchtung gebrochen und Katalysatoren, glaube ich, defekt, weiß der Geier was. Naja, hat er mir alles rübergeschrieben, hab mit ihm gechattet, alles cool, alles klar, gesagt, du pass auf, ich kann dir ungesehen den und den Preis nennen, lass uns die Tage FaceTime, dann gucke ich mir das Auto nochmal genau an, hab ein paar sporadische Bilder bekommen, alles schön, alles gut. Hab gesagt, du mach dir keinen Stress, alles cool, melde dich irgendwann bei mir, wenn du sagst, yo, du willst den Wagen verkaufen, der Platz stört dich und. Dann ging das tatsächlich an, dass er sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, du Leon, pass auf, der Preis ist schon echt günstig, aber ich weiß, du kommst vorbei, du ziehst das nicht rum, ich habe keinen Bock, die Karre auf eBay Kleinanzeigen zu inserieren und dann kommen irgendwelche unseriösen Leute, bieten mir irgendwie nur 1000 Euro für das Auto und oder sagen, dass sie es heute abholen und kommen dann nicht und dass sie nur Stress damit haben. Konnte ich alles verstehen, konnte ich alles nachvollziehen. Noch tagelang nett hin und her gechattet und habe ich gesagt, pass auf, Wochenende, hot oder top, ich schmeiße eine Anhängerkupplung an den Cayenne, das letzte Video, was ihr gesehen habt, und dann komme ich mit Trailer runter und nehme das Auto mit. So, jetzt haben wir uns alles geeinigt, wir hatten einen groben Preis, mit Felgen, ohne Felgen einmal gesprochen, das hätten wir alles noch vor Ort dann abgemacht wahrscheinlich. So, jetzt habe ich alles weitere organisiert. Jetzt wusste ich ja, pass auf, ich fahre mit dem Cayenne und 15 Liter Durchschnittsverbrauch, wenn nicht sogar 18 und Anhänger runter nach Frankfurt. Habe ich erstmal eine Übernachtungsmöglichkeit geklärt. Dann hatte ich noch einen guten Kollegen da unten, der wollte Felgen von mir haben. Dann habe ich die Felgengeschichte alles mit ihm abgeklärt. Dann kam noch ein anderes S-Klasse W220 Angebot rein, habe mit dem gesprochen. Das hätte ich auch noch mitgenommen. Ich wäre halt mit dem Cayenne gefahren, mit dem Trailer. Ich hätte Trailer gezogen und mein Beifahrer, mein Kollege, der mitgekommen wäre, dann hätten wir uns, nachdem wir diese CL-Geschichte gemacht hätten, wären wir noch zum 220er gefahren, hätten da wahrscheinlich den Deal noch klar gemacht und mein Kollege, mein Beifahrer, wäre dann auf Achse mit der S-Klasse hinter dem Trailer hinterhergefahren. Zusätzlich haben wir dann noch einen 216er CL500, hätten wir uns angeschaut für einen Kollegen, der den gerne kaufen will, der genau in der gleichen Stadt gerade gewesen wäre. Und den hätte ich halt für einen Freund besichtigt, um denen so ein bisschen Feedback zu geben, okay, Auto ist gut, Auto ist schlecht. Plane ich auch so eine kleine YouTube-Serie hier gerade, lange Rede, kurzer Sinn. Am Samstagmorgen um 8 Uhr wollte ich losfahren, habe alles abgeklärt, über Tage, stundenlang habe ich hinorganisiert, telefoniert, kannst du dann. Der andere Kollege für die Felgen wäre sogar noch eine Stunde hochgekommen, weil der aus Stuttgart kommt und wir hätten uns in Mannheim getroffen. Lange Rede, kurzer Sinn, ne? Am Samstagmorgen um 8 Uhr wollte ich losfahren mit Hänger, habe deswegen ja mehr oder weniger diese Cayenne-Geschichte ganz fix durchgezogen. Und am Freitagabend um 8 Uhr bekomme ich eine Audio von ihm. Du, hey Leon, ein Kollege hat mitbekommen, dass der Wagen morgen für den und den Preis weggehen soll, abgeholt werden soll. Ich habe dem jetzt, der hat mir dann ein Preisangebot gemacht von ca. 1000 Euro mehr. Und ich habe zu ihm gesagt, wenn er heute Abend mit Kaufvertrag und Geld vorbeikommt, kann er das Auto haben. Boom. Gucke ich erstmal so, wie ein Auto, ne? Hat nur eine WhatsApp-Audio gemacht, ergänzt dann aber noch, pass auf, ich sag dir noch nicht safe ab für morgen, ich lass den Typen erstmal kommen und sag dir dann später Bescheid. 20 Uhr Freitagabend, ich wollte am Samstagmorgen um 8 Uhr losfahren. Digi, ich sag zu ihm, Brudi Lamborghini, ich hab alles geplant, ich hab alles organisiert, ich hab dem Anhängertypen Bescheid gesagt, dass ich für die nächsten beiden Tage den Anhänger habe, du kannst doch jetzt nicht einfach so entspannt absagen. Plus! Du sagst ja nicht mal ab, du sagst, Brudi, ich sag dir später Bescheid. Wann willst du mir denn später Bescheid sagen? Wenn es jetzt 20 Uhr ist, willst du mir, ich sag bitte jetzt Bescheid oder wie machen wir das jetzt oder, ne? War ich erstmal baff. Er hat dann auch gesagt, ja, der gibt mir 1000 Euro mehr, das kannst du auch sicherlich verstehen. Naja, und dann hat der Eumel mir wirklich geschrieben, eine Stunde später um 21 Uhr, jo, der Kollege kommt um 22 Uhr. Ich kann dir um 23 Uhr Bescheid geben. Digga, was ist los? Dann habe ich schon auf Instagram gepostet. Die Leute, die auf Instagram folgen, haben es wahrscheinlich gesehen. Ich las hier hinter der Kamera, ist gerade so ein Sofa. Da lag ich auf dem Sofa und habe mir gedacht, Leo, was machst du jetzt? Was wird denn das jetzt hier für eine Nummer? Was wird das denn für eine Nummer? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich musste da noch hinterher telefonieren und hinterher schreiben, weil minimal Hoffnung hatte ich ja trotzdem noch. Und dann hat er mir wirklich um 23 Uhr am Abend geschrieben, jo, Leon, der hat den Wagen jetzt genommen, der Wagen ist weg.
So Leute, kleiner Einspieler jetzt hier, während ich dieses Video gerade fertig produziere und schneide, habe ich ein sehr, sehr ähnlich aussehendes Fahrzeug auf eBay Kleinanzeigen gefunden. Man sieht jetzt die Kennzeichen nicht, deswegen kann ich natürlich nicht 100% sagen, ob das das Fahrzeug ist, aber da in der Beschreibung keine Mängel aufgezählt sind, keine TÜV-Mängel aufgezählt sind, würde ich persönlich Abstand von diesem Angebot und dieser Anzeige halten. Deswegen passt gerne auf euch auf, Leute, von dem Auto, von dem ich gesprochen habe. Das war auf jeden Fall nicht mehr ansatzweise fahrbereit aufgrund von durchgerostetem Unterboden, korrosionsgeschwächten Bremsleitungen und. Ja, passt da auf, dass ihr euch keinen falschen CL kauft. Ich wäre auf jeden Fall raus. Viel Spaß mit dem weiteren Video. Sag mir das doch 3, 4, 5 Tage vorher. Ich kann es auch nachvollziehen, dass du den Wagen jetzt für mehr verkauft hast, aber ärgere ich mich. Ärgere ich mich dolle drüber. Naja, aber diese ganzen anderen Sachen, die ich drumherum organisiert hatte, ne, diese Felgen, die ich wegbringen wollte, diese andere S-Klasse, die ich kaufen wollte, die hätten sich alle nicht gerechnet, wenn ich nicht runtergefahren wäre ohne diesen CL. Weil das war das Hauptding und der Rest wurde nur drumherum organisiert. Naja, ich kann das natürlich auch ein bisschen minimal mehr verstehen, dass er den jetzt für 1000 Euro mehr verkauft hat, aber du, dann sag das doch, klär das doch ein paar Tage vorher, wenn es noch ein, zwei Interessenten gibt für das Auto. Das Auto war nie offiziell zum Verkauf auf eBay oder so, der hat mir das angeboten. Ich hatte jetzt die letzten beiden Tage ein bisschen dafür genutzt, hier in der Halle ein bisschen was aufzuräumen, ein bisschen andere Sachen zu organisieren, zu machen, zu tun. Aber da ärgere ich mich, gerade weil ich auch den Cayenne mal ausprobieren wollte auf Langstrecke, ein bisschen wieder durch die Gegend juckeln wollte. Naja, CL500 Kaufstory geht schief. Ich würde nicht behaupten, eine relativ normale Situation, aber sowas hat man immer mal, wenn man so ein bisschen mit Autos kaufen, Autos verkaufen zu tun hat. Ne? Muss man auch irgendwann mit rechnen. Am Ende des Tages ärgere ich mich nicht, kann ja aber auch nicht das Gegenteil machen, dass ich zum Beispiel einen Kaufvertrag schon ungesehen das Auto safe mache, weil ich muss mir das Auto ja immer noch vor Ort angucken. Oder dass ich schon Geld anzahle, weil sonst wäre die Kohle... ist die Kohle teilweise weg, wenn du ja hinfährst und merkst, Digga, die Karre ist komplett fertig mit dem Leben und da macht gar nichts mehr. Naja, deswegen ist das so ein kleines Restrisiko, was einfach immer noch mal besteht. Ne? Ich bin ja froh, dass ich nicht losgefahren bin und da unten in Frankfurt dann war, 200 Euro für Sprit gezahlt habe und das dann heißt, jo, die Karre ist nicht da. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das war diese ganze CL500 Kauf-Story geht schief-Geschichte. Grüße gehen mehr oder weniger trotzdem raus an den Typen, der mir den CL angeboten hat. Er meint es ja nicht böse, das kann ich auch verstehen, das kann ich ja nachvollziehen. Ich bin aber der, der jetzt durch die Röhre guckt und halt gearscht ist jetzt auch nicht, aber habe halt Stunden rumtelefoniert für gar nichts. Hätte ich auch mir schöne Zeit mit meiner Freundin machen können. So, weiter mit den Instagram-Fragen hier. Florian fragt, wann geht es mit dem 126er weiter? Manche fragen sich jetzt wahrscheinlich, was für ein 126er? Und zwar hat ein Bekannter von mir tatsächlich mal vor langer, langer Zeit den 500er SEC vom lieben Alko P. gekauft. Und der Wagen stand jetzt länger bei ihm einfach unterm Carport, weil der Typ sich nicht um die Anmeldung gekümmert hat. Und ich wollte noch kein Video darüber machen, weil ich gerade so im G-Klasse war und ich wollte nicht die Projekte durcheinander schmeißen, wie ich es immer gerne mache. Und ich habe mich jetzt darum gekümmert für den Typen und die Anmeldung klar gemacht. Und demnächst wird es weitergehen mit dem 500er SEC C126 vom Alko P. Ja, krasse Infos. Ich wollte das immer, das war noch so ein kleines, mein kleiner Ass im Ärmel, ne? Wenn ich wenig zu tun habe oder wenn ich gerade aktuell selber kein krasses Auto habe, dass man dann das Auto irgendwie zwischenschiebt. Aber ich habe ja viel zu viele Autos und viel zu viele Projekte und viel zu viel zu tun. Eigene Videoreihe, wochenlange Arbeit stecken allein in diesem 124er-Taxi, das schon die ganze Zeit vor der Halle steht. Grüße gehen raus an Lukas, der macht schon Druck hinter mir. Naja, ich bin da ja immer sehr... Die Augen sind ja immer größer wie der Magen, hätte ich fast gesagt. Ne? Ich habe da immer Bock, ich bin ja immer motiviert. Florian fragt, wann wird der Pinky mal endlich komplett fertig gemacht? Es ärgert mich so extrem, es ärgert mich extrem dolle. Das ist ist es denn echt auch so? Müsste ich mal reflektieren. Aber der Pinky ist aktuell ja gar nicht schlecht, würde ich jetzt behaupten. Er lässt sich super fahren, er ist super zuverlässig. Wir hatten ja ein, zwei Problemchen mit dieser ABC-Pumpengeschichte. Ich habe aber zu wenig Zeit oder fahre das Auto zu wenig, weil ich ja andere Autos fahre, den ganzen Tag hier bin und. Wollte das Thema jetzt nochmal anschieben, die Kiste zu folieren zu lassen. Und sonst ist der Wagen technisch eigentlich echt nicht schlecht. Den Innenraum könnte ich nochmal ein bisschen frisch machen. Hatte ich nochmal ein, zwei Ideen. Aber diese größte Geschichte ist halt
diese Folierung, weil ich bin selber kein Folierer, ich kann nicht folieren, ich würde es eigentlich schon gerne bei dem Auto ordentlich haben wollen und ich weiß nicht, ob wenn ich es dann nicht selber mache, selber probiere, scheiße wird. Vor 5 Minuten noch gesagt, ich bin wieder bei meiner alten Einstellung einfach mal zu machen und jetzt hole ich hier wieder rum und suche Ausreden. Ja, Pinky ist und bleibt meine Nummer 1, selbst mit Airbrush, selbst mit irgendeiner G-Klasse, selbst mit dem Cayenne, Pinky ist und bleibt die 1, wenn das das günstigste Auto war, auch hier auf diesem Kanal. Ich liebe diesen Karren. John fragt, irgendwann CL Tuning Firma. Ich bin auf dem besten Weg, John. Stargazing fragt, machst du nochmal ein C216 Projekt? Lange Rede, kurzer Sinn. Carina hat immer noch richtig, richtig Bock auf einen 216er. Die will man richtig krass, richtig geilen Gepflegten haben. Da musst du aber ganz schön viel Asche auf den Tisch legen. Am Ende des Tages wäre das ja Carinas Bier, aber Carina hat sich ein anderes Auto bestellt. Auch alles Videos hier. Ich hoffe, doch wollte ich die Message mit dem Video bringen. Es ist so viel Scheiß, der hier gerade aktuell rumläuft und abläuft, den ich alles gar nicht hinterherkomme, in Videos zu verpacken, wo ich mir mal ein bisschen mehr Mühe geben würde, einfach mehr Videos hochzuballern, damit ihr mehr mitbekommt, weil es ist auf jeden Fall genug Content da. Naja, Stargazing, lange Rede, kurzer Sinn. Ein guter Kollege hat mich gefragt, ob ich denn nicht ein cooles Auto für ihn besorgen kann. Der hat mir ein Budget gegeben, gesagt, jo, besorg mir mal irgendwas Cooles. Ich meine, du weißt, was Cooles, S500, CL500. Von mir ist auch ein S63 oder ein Porsche Panamera, ein Porsche Cayenne, eben so dicke Karren, ne? Und da wollte ich mal in nächster Zeit ein Video drüber machen, wie ich mache das nur für einen Kollegen, ich würde das nicht auf Kundenbasis oder ähnliches machen. Wobei, wäre natürlich irgendwann mein Traum, PS-Profis, Shoutout geht raus, Alter. Damals immer PS-Profis geschaut. Naja, dass ich halt dem ein Auto besorge und ich fahre dann dahin, gucke mir das an, beheiße das für gut oder schlecht oder sag, mach eine Preisverhandlung, mach dann für den noch ein, zwei Sachen, irgendwie einen Ölwechsel oder nochmal eine Stoßstange lackieren lassen oder sowas. Ja, dazu auch hier ein Video, fast eine ganze Videoreihe könnte man damit füllen, wie ich dem eine Karre suche. Habe ich die Frage beantwortet? Ja, so ein bisschen ausgeschweift. Mahmoud Halimi fragt, würdest du eher den Pink Panther veräußern oder den Breitbau CL Airbrush? Schöne Grüße wären da wahrscheinlich noch ergänzt worden wären. No doubt, 100.000%ig der Airbrush, 100 pro. Airbrush schön, Airbrush geil, Airbrush 1A, wird auch noch 1A gemacht, sind auch Videos in der Pipeline. Boah, das Video gefällt mir ja gar nicht. Ich bin ja die ganze Zeit hier nur am Videos ankündigen, aber es läuft heißer Scheiß ab. Ich habe hier nicht umsonst Whiteboard und Flipchart komplett vollgeschrieben mit meinen Gedanken, einfach, dass das aus meinem Kopf rauskommt. Ja, also 100% Airbrush zählen. Brand Engine Style fragt, was hat dich so an YouTube fasziniert, dass du damit anfangen wolltest? Ich habe schon immer YouTube-Videos geschaut, selber geschaut, von klein auf, weil ich halt wirklich damit aufgewachsen bin. Dann hatte ich damals mit 14, 15 so Minecraft-Let's Play-Tutorials hochgeladen, jeder kennt's, ne? Da habe ich mir dann auch viel Videoschnitt selber beigebracht. Und dann war 16, 17, 18, habe ich gar nichts mehr gemacht, mich auf meinen Abschluss, auf meine Ausbildung konzentriert, weil es da richtig losging mit Autos, eben in der angesprochenen Kfz-Ausbildung. Und dann hat es mir aber schon jahrelang immer in die Finger gekribbelt, habe mit dem Kollegen einen anderen kleinen YouTube-Account gestartet, 2 Videos gemacht und dann einfach nicht mehr weitergemacht. Und ich habe schon immer gewusst, boah, da ist was, ne? Das ist es, Leon, das musst du, das ist geil. Ich bin dann auch, würde ich sagen, meine Gedanken, meine Emotionen dahinter werden. Das war auch zu der Zeit, wo die Hamburger echt steil gegangen sind mit diesen alten S-Klassen, CL-Videos und Dingern halt, ne? Und dann habe ich mir gedacht, ich denke mir immer oft in vielen Situationen, pass auf, wenn ihr das könnt, ne, dann kann ich das schon lange so ein bisschen. Und ich kann immer nicht still ruhig sitzen bleiben und mir das anschauen, sondern ich will dann gleich in die Umsetzung gehen, das selber machen. Naja, selber losgegangen, YouTube-Videos geschaut, ein CL500-Besichtigungsvideo gemacht. Das ging dann auch durch die Decke wegen CL500 einfach und dann hat es bei mir jetzt komplett durchgescheppert mit dieser CL500-Liebe und zack, sind wir hier bei 43.000 Abonnenten und voll im Feeling, voll im Traum, das ist schon heftig. Vielen, vielen Dank, Shoutout geht natürlich raus an euch, ne? Ohne euch wäre das alles nichts oder würde das, ja, krass, krass, geile Geschichte, freue ich mich. Graphics fragt, auf was muss man beim W220 Mopfkauf alles achten? Rost nicht mehr so dolle, weil du hast einen Mopf, ABC-Fahrwerk, macht die Pumpegeräusche, fährt alles sehr schön, sehr schnell hoch.
Und funktioniert einfach alles allgemein, ne? Wollte ich auch immer mal wieder ein spezielles Video zu machen, CL500 Kaufberatung, B220 Kaufberatung. Aber ich will das dann alles perfekt machen und dann einfach mal machen, Junge. Einfach mal machen. Stopper fragt, was würdest du an deiner Situation ändern? Wo siehst du dich in 5 oder 10 Jahren mit YouTube? Krasse Frage jetzt hier zum Ende. Ich weiß nicht, ich habe hier noch so viele Fragen offen und am liebsten würde ich das Video hier eine Stunde laufen lassen und alle Fragen beantworten. Aber heftige Frage. Was würde ich an meiner Situation ändern? Dass ich Vollzeit YouTube machen kann? Weil auch wenn es nur 20 Stunden sind, ich die Woche nicht hier bin, das erfüllt mich. Das finde ich geil und vor allen Dingen kommt man natürlich auch mehr ran, wenn man diese 20 Stunden hier auch noch mitarbeitet. 5 oder 10 Jahren. Gar nicht weit entfernt von dem, wie ich jetzt bin, halt diese Vollzeitgeschichte, ne? Eine schöne aufgeräumte Halle. Ich ärgere mich sehr, dass die Halle immer ein bisschen dreckig aussieht. Das sieht alles fast schon unprofessionell aus, wie wir hier arbeiten. Das ärgert mich sehr. Ich will das alles schön ordentlich, alles professionell haben. Eigentlich genauso, ne? Daily Uploads, ganz wichtig, ne? Jeden Tag ein Video ballern, am besten 2 Kameramänner haben, dass man jeden Tag ein Video ballern kann, weil alleine komme ich nicht hinterher mit dem Videoschnitt. Du nimmst halt einen Tag in der Werkstatt ein Video auf und dann bist du einen Tag mit dem Schnitt zugange und dann bist du schon den ganzen Tag voll ausgelastet, dann hast du nichts anderes gemacht, keine anderen organisatorischen Sachen, Arbeiten oder ähnliches oder Arbeiten hinter der Kamera gemacht. Irgendwie so eine Geschichte, ja. Safe, 100 Pro. So, meine lieben Freunde, krasse XXL-Folge-Fragerunde. Ich hoffe, es wurde nicht zu langweilig. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen diese Fragen beantwortet. Ich denke, es kam ziemlich krass hier rüber, was, oder ihr konntet hoffentlich ein bisschen mehr Einblick gewinnen, wie das so bei mir abläuft, wie das so läuft. Ja, falls ihr mehr von mir sehen wollt, noch offener was von mir sehen wollt, ehrlicher, ohne irgendwie den YouTube-Vorhang davor, sondern einfach nur Real Talk. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Abonniert gerne kostenlos den Kanal. Like das Video gerne, falls es euch gefallen hat. Ich gebe mir hier sehr, sehr viel Mühe und am Ende des Tages ist mein größter Lebensinhalt hier, diese YouTube-Videos für euch zu machen. Deswegen, Shoutout, vielen, vielen Dank geht raus. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen. Macht's gut, Freunde. Ich wünsche euch was. Einfach mal machen. Der Moody ist raus. 2022. Let's go.